Können wir mal gucken, ne? Können wir mal gucken, wie die Runde wird. Bleibt hinter mir! Vorherrschaft als Klone auf Geonosis. Können wir mal gucken. Standard Vorgehensweise, Jungs. Sicher, wenn die gut wird, lade ich sie ja vielleicht sogar hoch. Weiß man nicht. Muss man mal gucken. Da 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 da. Ich will nicht mit dem Schere Steinpapier spielen. Die nehmen jetzt schon C ein, das finde ich eigentlich gar nicht mal so geil. Ah, ich habe einen Kill gemacht. Ich bin zwar gestorben, aber ich habe einen Kill gemacht. Nee. Wieder Angriff. Oh nee, meine Mates pimmeln beide irgendwo in Timbuktu. Oh ne, er ist kurz vor Zwerg. Gehe in Reichweite. Beginne Sturmlauf. Platz da! Granate! Erfasse Druid! Was zum Fick? Wo kam er her? Kein optimaler Start bis jetzt, ne? Kein optimaler Start bis jetzt. Ach man, ey. Oh, ich kann sogar noch einen Held spielen. Chillig. Gehen wir mal mit Obi-Wan rein. Versuchen mal unser Glück. Ich werde mir einreden, dass Anakin nichts damit zu tun hat. Genau, das werdest du. Das wirst du dir einreden, Obi-Wan. Und das ist der letzte Tag, dass Cody sich frei nimmt, sagst du mit Sicherheit auch noch die Runde, von daher. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch. Digga, warum hat das Ding mir so viel Schaden gemacht? Ich muss defensiver spielen, definitiv jetzt. Ironisch, wenn ich das sage, während ich auf C gehe, aber C zu halten ist einfach wichtig. Die Geduld eines Jedi hat gelernt. Bis weg. Schmutz. Hm. Ja, das wäre eine sehr gute Übung für einige der Padawans gewesen. Ich bin nicht dein Feind. Nein, bist du nicht. Alles gut. Du bist mein Freund. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Ich denke die ganze Zeit, dass diese Geonosianer, die hier rüberfliegen, fucking Druiden sind, Mann. Nee, den treffe ich definitiv nicht. Auf A. Du wirkst ein wenig angespannt. So warst du nicht mehr, seit wir in das Gandak-Nest gefallen sind. Die kümmern sich gerade um E, das ist relativ gechillt. Dann können wir uns währenddessen um A kümmern. Ach, er war das. Aha. Habe ich schon gewundert, warum die so Stress hatten hier bei A, obwohl hier so viele sind. Oh, ja, gut. Leute, wenn ihr das seht, ey, bitte spielt keinen Panzer in Vorherrschaft. Bitte nicht, ey. Es nervt die Leute einfach nur, die entspannte Runde mit Obi-Wan oder mit Maul oder sowas, die durchrennen möchten. Oder was heißt durchrennen möchten? Die halt einfach eine entspannte Heldenrunde spielen möchten. Weil so jemand wie ich spiele defensiv den Helden. Ach, das ist Anakin. Wieso habe ich das Gefühl, dass du mein Tod sein?
Ich spiele defensiven Helden, ich versuche die Punkte zu verteidigen. Wenn ich mal jemanden sehe, dann kill ich ihn, ja. Aber. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Wenn ich so sehe, dass Leute dann ankommen mit ihren Panzern und einfach nur die Helden wegfokussen. Ja, weiß ich nicht, Digga. So, einfach nur die Helden wegfokussen, finde ich, ist einfach ein sehr, sehr lower Spielstil. Guter Try. Wäre auch fast drauf reingefallen auf seinen Try. Bin ich ehrlich. Dann kann ich den bitte treffen, Digga? Du musst innehalten und alles überdenken. Sowas wie auf Punkte pushen sollte man als Held eigentlich nicht so tun. Zumindest nicht ohne eine gute Unterstützung von ein paar Klonen, Druiden, Sturmtruppen oder Rebellen, whatever. Ohne Unterstützung würde ich das nicht tun. Hallo! Ah, tschüss! Oha! For enemies and troops is too bad from 200 euro. No, I'm sorry. I'm not like a 2v2 guy. Just play the main multiplayer mode. But not the 2v2 things or something. I just want to play for fun. But thanks for the invite. And have a nice day. Das war bad, das war bad. Gar nicht gesehen, dass der in den Chat reingeschrieben hat. Wahrscheinlich schon seit 10 Minuten im Chat. Ich hab jetzt geantwortet, der ist schon gar nicht mehr da. Die schießen nicht auf mein Lichtschwert. Das nervt ein bisschen. Hätte ich mir auch Anakin nehmen können, hätte ich auch ein bisschen aggressiver spielen können, aber... Wait, das hat nicht gehittet? Das hat nicht gehittet? Lächerlich. Ich hatte keinen Bock, da jetzt mit dem Lichtschwert daher zu rennen. So. Wir verlieren eh. Das fühle ich eigentlich gar nicht mal so sehr.
sagen, Mate, kannst du ihn bitte killen? Ich war schon verwundert, dass der nicht gestorben ist durch meinen Lichtschwert-Run. So, dann gehen wir mal wieder zu E. Da ist er, ja! Der General! Oh, Dooku ist auch hier. Ist ja Full House. So, E haben wir auch wieder erobert. Uns fehlt nur noch B. Er war so safe, dass er davon nicht One-Hit stirbt. Oder er wusste halt einfach seinen Tod schon und hat sich schon gar nicht mehr bewegt. Wissen alle, dass ich hier bin. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Kann ich nicht von oben abgeschossen werden. Ach, das ist unser Läufer, okay. Ich wollte gerade sagen. Das wollte ich jetzt gerade schon anmerken. Was das denn hier jetzt mit dem Läufer ankommt, fühle ich eigentlich gar nicht. Aber naja. Ja, und jetzt haben wir auch schon eh gewonnen. Beziehungsweise schon mal die Bodenphase gewonnen. So, Rainer. Erster Platz bis jetzt. War ein relativ entspanntes Match sogar. Bis jetzt. Müssen wir mal gucken, ob das nicht vielleicht sogar noch in der Schiffsphase recht gut läuft und wir gut durchrennen. Ah. Mal gucken. Lalalala. Mal gucken. Ich wusste, ihr schafft das. Nächster Halt. Wusste ich auch, dass wir das schaffen. Das war gelogen. Aber sagt's keinem. So. Mal gucken. Müsst ihr diese Ziele finden und mit allem angreifen, was ihr habt. Ich wollte für Anakin gehen, ich hätte für Obi-Wan gehen müssen, hätte ich einen Held bekommen. Unlucky. Aber immer noch meine beiden Mates, bei denen ich auch spawnen kann, Helden. Das ist schon mal etwas. No, lass mich hier rüber. Scheiße. Oh! Hat
der eine Burst Sniper gespielt? Sowas gibt es? Wusste ich ja nicht. Warum geht die Tür nicht mehr zu? Nein, ihr Idioten! Oh mein Gott, ihr stupid Idiots! Wurden, also der eine Typ wurde so gerettet von dem einen Druiden, dass er ihn rausgelassen hat. Ihr habt es fast geschafft. Deswegen bin ich da nicht reingegangen, weil ich wusste, dass die Tür irgendwann zugehen muss. Und dann geht sie nur wieder auf, wenn da ein Druide in die Nähe geht. Cheater. Lol, als ob ich getroffen habe. Krass. Oh Lord. Da war ein bisschen viel los. Mal gucken. Ich dachte auch, dass Meister Yoda mich zum Entspannen schickt, Kenobi, aber irgendwie hat nicht funktioniert. Aber so ist das nun mal, gerade im Krieg, ne? Jeder hat da ja seine Flechten. Welcher Held ist das hier? Oh! Das ist halt das Geile an Kenobi. Wie ihr seht, ich kann mich hier einfach hinstellen und blocken und einfach rückwärts gehen. Meine Ausdauer ist jetzt so langsam ein bisschen zu Ende und ich hätte viel schneller da abhauen können. Also sie hätten mir etwa die Hälfte der Ausdauer genommen und ich wäre schon weg gewesen. So. Das war's nicht, Darth Maul, Digga. Das war's nicht. Hätte er mich mal gepusht, Digga. Hätte er mich bekommen. Doofheit tut weh. Ups. Die Schlacht wird vor euch geschlagen, nicht hinter euch. Er wurde so weggesniped, der Typ, ne? Scheiß drauf, Digga. Allein der Gedanke, dass ihr eins mit ihm.
So. Ich weiß, was ich mache. Scheiß drauf. Ich habe Grievous getötet und so viele Leute. Wenn meine Mates einigermaßen schlau sind, müssen sie jetzt angreifen mit voller Wucht. Ah. Ein Ziel ist down. Das ist das letzte Mal, dass Cody einen Tag frei nimmt. Ja, ist das letzte Mal, dass Cody einen Tag frei nimmt, ne? Oder du kümmerst dich darum, ich kümmere mich mit um die Ziele. Das war dumm von mir, das war richtig, richtig dumm und kacke von mir. Aber wenn man so einen Kommandodruiden gut spielt, sind die auch echt stark, ne? Wir müssen jetzt rein. Level 10 und bumst und so weg. Ja, endlich ist er tot. Treff nicht! Es nervt, dass mein Aim so kacke ist. Weißt du, in solchen Situationen shake ich Aim. Ich hätte ihn easy wegmachen können. Hätte ich einigermaßen Ruhe bewahrt. Aber nein. Immerhin einen mitgenommen, ja. Immerhin einen mitgenommen. Okay. Oh lol, der geht safe hin, Held, der Typ, der gerade gerespawnt hat, der will so safe noch einen Held. Komm, ein Objective müssen wir noch mit down bekommen, das wird doch angegriffen. Ich seh's. Vielleicht kriegen wir das eine noch down. Ja. Unlucky, dude. Unlucky, dude. Och, Mensch. Wir haben die Mission diesmal nicht abgeschlossen. Doch es bleibt uns noch Zeit. Wir müssen einen Schritt zurückgehen und einige dieser Kommandoposten zurückerobern. Ich sehe schon, das wird eine 5-Stunden-Runde.
du mit deinem Messer ruhig auf mich zugelaufen kommen, Bruder? Ich hab einen Chewbacca, Ehrenwert. Ehrenwert, einen Chewbacca-Spieler, Alter. Das war's auch mit Grievous. Was haben die da für einen Dooku? Lass mich da weg, Mate! Er bodyblockt mich, der Gottlose! Weißt du, obwohl man durch ein durchlaufen kann, wird man dann ja Lamsanger. Und durch diese Verlamsamung hat er mich getötet, Digga. Es ist ja zum Kotzen. Unser schwerer Lull. Ich hab grad gedacht, das ist deren. Hab ich gedenkt, hab ich. Guck mal, wie mein Aim am Shaken ist. Das fuckt mich selber ab, dass ich so kacke bin. Better luck next time, bro. Nee, man mag es sich vorstellen, es ist nicht unsere erste Runde im Leben. Von fast jedem hier, glaube ich. Vielleicht sogar von jedem hier. Oh lol. Oh mein Gott, der ist da noch rausgesprungen. So ein Genius. Leute, da oben drauf steht auch noch einer, habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, jetzt haben sie aber doch noch verteidigt, oder? Mensch, Mensch. Ja, das war ein Fehler von ihm. Ja, was geht? Ich hoffe, du hast geschlafen und wünsche dir Happy Halloween. Ja, erstmal vielen Dank.
Ja, ich habe ziemlich gut geschlafen und mir geht's sehr gut. Dir natürlich auch Happy Halloween. Ja, geht eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich hätte die Runde zwar eigentlich schon gerne in der ersten Schiffsphase beendet, aber wie man an meinem Aim unschwer erkennen kann, bin ich ziemlich scheiße in diesem Spiel. Lol. Obwohl ich Erster bin. Bin ich schlecht. Ja. Mal gucken, ne, ob wir das Game beenden werden jetzt oder ob die in unsere Schiffsphase gehen und das beenden. Keine Ahnung, Mann. Ist irgendwie noch alles offen. Ich wurde vom Bot getötet. Dann gehe ich aber nochmal auf die 4K-Punkte. Gebiet räumen. Scharf. Countdown läuft. Da hinten stand der Hüll. Da muss ich jetzt aber ganz schnell los, Digga. Das war's komplett an der Stelle. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, beide gleich weit weg. Möchtest du denn eventuell nach der Runde mitspielen, falls wir die jetzt beenden sollten, was ich schwer hoffe? Wenn ja, kannst du einmal Ausrufezeichen PSN. Ein Aim ist immer noch besser als meins. Ja, mein Problem ist halt, ich habe halt eigentlich einen Kartoffel-WLAN, das heißt, ich fange zwischendurch an richtig zu laggen und das nervt mich. Und wenn ich einmal genervt bin, dann ist Ende. Dann war's das mit meinem Aim. Nicht mal auf 4K-Punkte gekommen, was los? Ja, aber wenn du möchtest, kannst du natürlich gerne mitspielen. Ausrufezeichen PSN und dann wird dir mein PlayStation-Name in den Chat geschrieben. Den könntest du dann adden. Wenn du möchtest. Das musst du aber nicht. Ist dir überlassen. Das kenne ich, ja. Wenn man dann genervt ist, dann ist Ende mit dem Aim. Dann hat man eigentlich verloren, wenn man einmal genervt ist. Lol. Unser Anakin ist schon tot, unser Mate läuft komplett in Todestrakt. Dann renne ich da jetzt auch rein. Der hält zu mir. Scheiße. Nein! Jo, mache ich allerdings, spiele ich nicht so oft. Die großen Modi, kein Stress. Also das soll jetzt keine Beleidigung sein, aber man muss nicht gut sein, um bei mir mitspielen zu dürfen, Digga. Mir ist das völlig egal. Ich will einfach nur ein paar entspannte Mitspieler haben. Mit denen man gechillt zocken kann. Und mehr möchte ich nicht. Jo, GG's. Sogar erster Platz. Krass. Hätte ich nicht erwartet. Hatte einen relativen Fehlstart am Anfang der Runde, aber. Das ging ja doch noch. Das wird den Klappergestellen gar nicht gefallen. Ja, das wird den Klappergestellen nicht gefallen. Das stimmt. Ja. GG's. 3 Obi-Wan Devil. 2 Obi-Wan Devil muss los. X der Voice Crack.
Ja, aber okay.